Alter, was ist das? Ja, bevor es dann morgen gegen Ulm geht. Also so. Das nenne ich doch nur Oldschool-Kabine. Und wie wir gespielt haben auf diesem Platz, sage ich lieber nicht. Es wird ja immer noch gebaut. Ich habe keinen Plan, wie lange die schon da dran sind. Das ist ein genauso beschissener Platz wie in... ja. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ich mache jetzt erstmal die Folie ab. Das ist mein neues Tattoo mit meinem verstorbenen Hund. Ich will heißes Wasser. Da. Ups. Fast vergessen hier. Ihr könnt jetzt schon in die Kommentare schreiben, wie es das Spiel ausgehen wird. Ich sag 3-1 für uns. Und ich mach mich jetzt auf zum Spiel. Let's go. So, jetzt aber schnell. In 43 Minuten ist Anstoß. Ich bin gespannt, wann wir losfahren. Es ist noch kein einziger. Außer vorne sind noch zwei. Ich habe mir die Aufstellung angeguckt. Wir spielen mit zwei Spitzen, mit Aslani und mit Schnellbacher. Wir spielen heute in einer 4-4-2-Formation. Endlich angekommen! Und endlich wieder Heimspiel, Mann! Es vorher! You never walk alone! Ich bin nett! Ich bin da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Elias! Bau! Unser Kapitän mit der Nummer 6, Robin! Seltauer! Cholo, lo, lo, lo. Es, bau! Ich bin natürlich in zwei Wochen auch wieder dabei, wenn es heim gegen Kaiserslautern geht. Heute spielt der Tabelle 18 in Ulm. Und der Tabellen 12. SVE. Wie ein Kind dann hinten dran, die schreien. Ein armes Ohr. Oh.
Da hat nicht viel gefehlt. Aber weiter so. Jetzt hat Bullen wieder. Ihr wollt mich doch verarschen. Elfmeter für Ulm. Nikolaus Christoph. Christoph! Ach, komm schon! Komm, ich hatte aus Lani Boah, Mann! Christoph war zwar in der richtigen Ecke, aber es hat ja leider ja, nicht gereicht. So, jetzt macht was draus! Hätte mal reinmachen müssen. War ganz gut gespielt. Nur, ja. Einfach mal abschießen. Das gibt's doch nicht. Halbzeit 0-1 für Ulm durch den unglücklichen Elfmeter. Ich decke euch jetzt mal die Tabelle ein. Wir sind 12. Ulm ist 18. Wir vergeben viele Chancen und machen die nicht. Ulm macht das eigentlich ganz gut. Und jetzt wurscht auf einen Sieg. Ich habe jetzt mal noch den Elfmeter geguckt. Der war schon berechtigt. Das war unglücklich. War auch ein schönes Freistoßtor. Ja! Nur noch 1-2. Komm on! Minute.
Was soll man zu diesem Spiel großartig sagen? Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, smasht den Abo-Button, lasst den Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall in 2 Wochen, wenn es gegen Kaiserslautern geht. Bin ich natürlich wieder am Start. Ich würde sagen, wir sehen uns. Macht ihr gut und ciao.